Da sind wir wieder, meine Damen und Herren, zwei Kretschmars Kleinkram, dem Kleinkram von Kretschmar. Nicht zu verwechseln mit Kleiner Penis von Kretschmar, das ist eine Sendung, die wurde gecancelt. Die gibt's gar nicht. Wir spielen heute was ganz Besonderes, und zwar hat mich Henno gefragt, ob ich nicht mit ihm und Nils, dem alten Betrüger, zusammen die neue Map zu Among Us spielen will. Sie ist gestern Abend rausgekommen, ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Wir warten hier gebannt, jetzt gleich, ich kann es euch kurz mal zeigen, gebannt warte ich schon drauf, dass es endlich losgeht. Aber noch tut es das nicht, deswegen warte ich jetzt einfach hier zusammen mit euch und freue mich darauf, jetzt gleich den Leuten zeigen zu können, wo das Messer hingehört, in ihren Rücken nämlich. Bis gleich, ich warte. Ja, ja, ja. Hier sind wir jetzt alle. Sie sind Alter, alle schon im Raum. Ich komme auf dieses Gewackel in diesem Raumschiff nicht klar. Es ist so extrem. Auf wen eigentlich? Auf den Start, auf Henno. Darauf, dass er sein Teamspeak-Overlay bei sich im Video reinhaut. Und wir haben uns alle schon hier begrüßt. Sind alle startklar. Und sind im Discord und können miteinander reden. Ich höre sie auch schon alle. Bin gerade natürlich stumm geschaltet und bin bereit für eine geile Runde. Ich bin am Start. Huiuiui. Cool. Das ist die neue Map. Ja, Alter, warum ist das Game so flüssig? Ja, oder? Ich hab Holy shit. Hab ich auch, ob ich das die ganze Zeit einbilde, aber irgendwie ist eine relativ große Map, die natürlich dann auch neu läuft. Das jetzt auf der Unreal Engine oder was? Das alles läuft. Viele haben schon gesagt, sie haben sich das noch nicht angeguckt. So, jetzt geht's aber auch los. Jetzt sind wir ja auch alle schon stumm geschaltet. Das ist. Ach nee. Simon, so. Mute dich. Ja, ich hab mich gemutet. Ich habe eben kurz einen Moment entmutet und haben sie direkt alle panisch geschrieben. Okay. Zwei Imposter. Engine Room, Main Hall, Cargo Bay. Kann ich mir da was aussuchen? Oh shit, okay, dann nehme ich Engine Room. Also, man kann sich jetzt aussuchen, wo man startet. Okay. So. Okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Es muss aus dem Mülleimer rausgezuppelt werden. Ich zuppel doch. Alter, ist das eine Frickelei hier. Mache ich da gerade was falsch? Zupf, zupf, zupf. Zupf, zupf, zupf. Es will nicht. Ich mach's nochmal neu. Zupf, 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 zupf. Okay, geschafft. Also, ganz oft nach oben. Ich bin sowas von... Ah, der Sterzig. Ah, was hat er hier wohl? Der hat ja gar keine Aufgaben hier. Ja, ich sehe ja seine nicht, aber ich traue ihm nicht. Okay, jetzt sind wir hier. Guckt's euch an! Guckt's euch an, was er gemacht hat! Guckt's euch an! Bing, bong, bong. Alter, krass, so eine Durchsage. Okay. Yeah. Ich habe... Oh Gott, wen habe ich gefunden? Oh lol, what the fuck? Ich glaube, ich habe Mon gefunden. Ey, die Map ist so Mon oder Papo war es, glaube ich. Das Ding ist, wir wissen jetzt gar nicht, bitte ja, beschreiben, irgendwo. Wo was war, ne? Weil wir die Räume gar nicht kennen. Ja, ja, ich lag da rum. Dings öffnen. Also ihr, müsst, ihr könnt Klotüren öffnen, das ist mega lustig. Alter, ich bin erstmal schön leider gefahren. Also ich war in der Kitchen und... Da war direkt zum Spawn auch Gnu und die hätte mich übel easy wegmachen können, glaube ich. Aber vielleicht war es auch erstmal so reinfinden und sie wollte nichts riskieren. Aber so, ne, die hätte mich da schon easy wegmachen können, bin ich ehrlich. Das ist mein Input für diese Diskussion. Es war für weiß mich jemand, so, wie die ich bin noch aus seiner... Geht? Es war doch sterzig, oder? Für mich. Es war sterzig. Das ist jetzt sehr wichtig, auf jeden Fall. Oh. Da stehe ich schon die tot. Ganze Zeit dran. Hat jemand Amina, Papo oder Simon gesehen? Die ich habe niemanden gesehen, also wirklich niemanden. Ich muss jetzt kurz mal sagen, wie krass hier einfach drei Leute auf einmal gekillt wurden. Unfassbar. Er ist dann woanders hingelaufen und ich stand dann, glaube ich, mit Nils beim Fotos entwickeln. Ja, das ist, das bestätige ich. Ja, ja, und du standst da einfach irgendwie vor so. Aber ich habe es auch erst nicht gecheckt, aber das ist so eine Aufgabe, wo man irgendwie eine Minute warten muss. Ja, wie heißt diese Map eigentlich? Ich bin gerade total auf dem Schlauch. Airfield. Das ist Airfield, ja, okay, ja, alles klar. Airship. Okay. Sterzig, Mann. Soll ich gehen? Ja, also, ja, ich habe wirklich niemanden gesehen. Ich war schon mal erstmal total perplex, weil man sich am Anfang so einen Spawnpunkt scheinbar aussuchen durfte oder so. Jetzt muss man mal aufpassen, ne? Da war ich aber war ich schon verwirrt. In die Küche, ey, da wo ich. Da habe ich die leider runtergeslidet und da war aber niemand. Und also, ich glaube, ich meine, der Sterzig war es doch, glaube ich, gerade, oder? Ja, der Sterzig war es. Unwahrscheinlich.
Jetzt muss man mal gucken, wie der lügt. Ne, wieso? Das ist nicht schlüssig. Nils, habt ihr alle... Achso, warte, ich muss auch noch wählen. Ja, ich... Sorry, ihr habt mich nicht überzeugt, also... Ich glaub zwar auch, dass es Kalle ist. Alter, Kalle. Ich glaub zwar auch, dass okay, Kalle ist. Nee, oh, das ist nicht klar. Keiner! Tschüss! Ah! Drei schon tot. Drei tot, zwei Imposter. Kann ich jetzt hier nochmal? Ach ja, klar, es geht ja neu los. Okay, Entschuldigung. Ach nee, ich bin der... Nein, genau, ich bin natürlich der Geist. Was ist denn hier los? Das wusste ich doch. Okay, wir gucken mal uns die Karte an und die Quests und alles. Papo, Kalle. Shuyoka macht gerade nicht viel. Das ist Pia. Gnu. Hat einen neuen schönen Namen. Und wer ist hier oben? Was ist hier oben alles? Ja, okay, das sind halt die Aufgaben, ne? Henno. Ich will auch so einen Hund. Den kannte ich noch gar nicht. Es sieht aus, als würde Henno ganz normal die Aufgaben machen. Er ist ja auch alleine, also warum sollte er sie faken? Ich würde sagen, Henno ist safe. Den mache ich mal als safe. Ich bin ja eh schon tot, es ist egal. Kalle. Ich suche ja noch einen zweiten Imposter. Ich habe natürlich den ersten. Dadurch, dass ich mich als wunderbare Ablagefläche für sein Messer angeboten habe, habe ich ihn natürlich entlarvt. Da liegt hier einfach schon wieder so Leiche rum. Es kann nur Kalle sein, oder? Okay, hey, ich hab doch gesagt, Kalle. Ja, warum? Ja, mega random. Du konntest ja überhaupt nicht wissen, dass ich das bin. Warum glaubt mir Kalle? Play again. Okay, wir machen auf der Map mal nur einen Imposter, oder? Ich würde eher den Kill-Cooldown hoch oder die Task runterstellen. Ja, glaube ich auch. Die Map ist halt auch viel höher. Nein, aber weil die Map so halt gigantisch ist. Ja, das wäre ein Imposter ist halt super schwer generell. Viel häufiger findet es statt, dass man nur eine Person trifft. Ja, eine Imposter. Also, ich habe dieses Rudel-Ding findet gar nicht so sehr statt, oder? Liegt aber auch. Weißt du, ja, I don't know. Liegt auch an den Start. Wir können ja rumprobieren. Lass mal einen Imposter machen. Ja, ich glaube, das ist gut. Ansonsten machen wir nochmal Kill-Cooldown hoch. Eine Imposter! Ach, da muss ich eine neue Map erstellen, ne? Eine neue Lobby. Für einen Imposter, echt? Ja, ich glaube. Aber Task kannst du, oder Hauptsache du kannst halt zumindest eine neue Map. Dann versuch doch erstmal den Kill-Cooldown hochzudehnen. Also, es war gerade Kalle und Pia, also Shuyoka. Ich glaube, 15. Aber die wollten eigentlich mal einführen, dass nicht man noch mehr Spieler... Nicht sterzig, wie ich kurz angenommen hatte. 13 wollten sie machen, aber dann wär's... Ist natürlich schwer zu sagen in den Farben. Ich dachte so, das ist derselbe, aber nee, es war Kalle. Wer will diesmal Imposter sein? Wieder Kalle oder was? Von mir ist es Kalle wieder Imposter, ist okay. Alles klar, töten wir. Also, wenn ihr Bock habt, ich fand's mega frech. Ich hab die Map voll schön erkundet und Shuyoka hat mich einfach abgestorben. Ja, Pia hat mich auch richtig weggemacht in so einem Raum, wo ich keinen Schwanz finde. Nächstes Mal ohne Pia. Wir hatten keine Chance. Jetzt sind ja doch zwei Imposter. Na gut, jetzt sind's eben doch zwei. Cargo Bay fange ich mal an. Cargo Bay ist ganz auf der rechten Seite im Osten. Henno kann mich jetzt noch gar nicht killen. Wenn das wäre. Gibt ja einen leichten Cooldown. Oh Mann, okay, was ist hier? Ventilation? Gar nichts scheinbar. Das sind viele Ecken, wo man sich von jemandem überraschen lassen kann. Und so einige Sackgassen scheint es auch zu geben. Oh, das ist ein geiles Geräusch. Babam! Babam! Was? Okay, es wird was... Oh, ich muss schnell was machen. Da gehe ich natürlich sofort hin. Henno gehe ich immer aus dem Weg. Who know? Who knows schon? Na, scheiße. Okay, das ist aber interessant. Papo hat den Alarm ausgestellt, das kann aber der Imposter ja auch. Aber ich kann mir Papo auf jeden Fall schon mal so ein bisschen markieren als potenziell safe. Zumindest safer als andere. Alarm! Bam, bam, bam. Das hört sich jetzt so harmlos an, das wird irgendwie eine Durchsage kommen. Bitte Regal 8 einräumen. Jemand getötet. Simon möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Genau. Bitte jemand zu Kasse 3, bitte jemand zu Kasse 3. Hat jemand schon irgendwie gefunden, ob es so eine Art Admin-Table oder sowas gibt? War da zufällig jemand gerade dran? Ich glotze durch die Kameras. Okay, also ich habe gerade Sterzig gefunden. Ich habe mit Sterzig und Gnu in der Küche gestartet. Ja.
Und dann haben wir da, also habe ich mit Sterzig Waffen einsortiert, was ich echt krass finde. Waffen in meinem Among Us, in meinem Kinderspiel, finde ich ein bisschen seltsam. Naja, jedenfalls habe ich dann einmal Download gemacht und habe auf einmal, man sieht ja auch außerhalb der Vision, wenn ein Vent aufgeht. Und habe da halt gesehen, dass ein Vent aufgeploppt ist. Und dann bin ich da hingegangen und habe da Sterzig gefunden. Sprich, jemand hat Sterzig gekillt und ist dann weggewentet. Okay. Ah, okay. Wann fand das ungefähr statt? In eben gerade muss das passiert sein, in den letzten 10 Sekunden oder so. Würde ich, glaube ich, Shoyoka, Simon und Papo ausklammern. Ja, ihr wart alle zusammen beim Ort. Genau, ja. Wo denn, linke Seite der Map oder rechte Seite? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste nochmal nachgucken. Das heißt, es bleiben noch Nils, Kalle. Also Papo und ich haben uns gerade eben gesehen. Der kann mir das vielleicht mal bestätigen. Ja, das stimmt. Ich habe gerade eben Violett gesehen. Aber der hätte aus dem Vent kommen können, weil ich bin an einem vorbeigelaufen dann. Schade, Nils, was ist dein Alibi? Ey, Alter, ich habe gar kein Alibi. Ich kann dir sagen, wo ich war. Ich glaube, ich war im Cockpit. Schön, er hat Schwanz Betonung gesagt. Aber ich habe auch kein... Ich bin einmal an, ich glaube, Tamina vorbeigelaufen, habe sie an der Peripherie irgendwo rumstehen sehen. Und mehr Leuten bin ich nicht begegnet. Ich meine, ich werde es bereuen, das zu sagen, aber es könnte natürlich auch Tamina gewesen sein. Ja, klar kann ich das sein. Okay, danke. Aha, okay. Also können wir Tamina rausworten, ne? Sie hat ja auch Sterzig gefunden. Ja, also klar kann jemand... Aber würde jemand auf so einer riesigen Map self-reporten? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es wer findet, geht ja... Wir fangen wieder bei Null an, Pia. Ja, gerade am Anfang kann man es machen. Wir sind alle dumm wie Stroh. Ich fühle mich wieder wie im September 2020. Hä, Alter, ohne Scheiß. Ich spiele nächste Runde nicht mehr mit, wenn ich jetzt hier nur rausgevotet werde. Schreit nicht! Es war noch nicht rum. Enthaltet ihr euch denn alle, Alter? Ja, Max, weil wir nicht dumm sind. Wir haben gehört. Ja, so wie letzte Runde. Nein. Es müssen Leute vom Bord fliegen. Ja. Menschen müssen sterben. Das ist der Plan. Wir gehen in die Brig. Da ist der Henno. Okay, das ist gut. Was ist hier? Use. Swipe Card. Einmal runter. Ah, das ist ja lustig. So eine Art Ausstellungsraum. Das ist schon ganz geil. Ey, das ist das Halo-Schwert. Schön, schön, schön. So, hier, was gibt's hier mit dem Vault zu tun? Scheinbar nix. Das ist ja wirklich alles neu. Okay, die Lichter. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, wo wir sind. Jetzt gehen wir in die Brig. Jetzt gehen wir in den Engine Room runter und dann gehen wir links zum Viewing Deck, wo wahrscheinlich dann das Licht repariert werden muss. Oh, wurde schon. Ach Gott, ey. Also jetzt bin ich mir echt sicher, jetzt dass es Kalle ist. Also, wirklich. Okay, Pia, also du wolltest mich eben flippen. Du warst gerade mit Tamina in diesem Badezimmer. Davor habe ich noch Gnu und Nils gesehen. Mhm, ich bin zur linken Seite weggegangen. Mhm, also du bist für mich sehr, sehr wahrscheinlich. Also ich muss an der Stelle sagen, wir standen gerade alle in diesem gemeinsamen Raum, ne, wo man diese Folder so... Ja, wer war dabei? Gnu, Nils, du, ich. Ich bin Achso, und Tamina. Gnu mit da und Kalle war da und so. Und wir sind halt gelaufen. Und plötzlich bleibt Kalle halt stehen. Genau in dem Moment geht das Licht aus. Er steht immer noch. Er bewegt sich immer noch nicht. Ich laufe runter, will nach rechts laufen, um das Licht zu fixen. Merke, dass ich da nicht weiterkomme. Laufe zurück. Und plötzlich ist Tamina tot. Und Kalle ist weg. Also du hast mich schon die ganze Runde auf dem Kicker. Deswegen ist das ziemlich nice. Das reicht für mich als Beweis. Ich würde es Kalle rausworfen. Für mich auch, ja. Rausgeben. Meine Stimme hast du. Moment. Wir müssen jetzt auch kurz überlegen. Es könnten auch Shoyoka und Max sein, die jetzt auf Kalle zusammenschießen. Dann gehen die als nächstes raus. Mhm. Also die wollen mich halt unbedingt raushaben. Ich sag's ja, nur, klar, aber... Da stehe ich. Also haben wir uns jetzt geeinigt irgendwie auf Kalle? Oder Kalle oder... Alle auf Kalle. Nee, also das ist ja... Also Pia Kalle, hat mich you da gerade ultra fly, hinters Licht geführt. Also ich kann für mein Teil, ich kann bestätigen, dass ich hatte eben genug Kalle und Shuri gesehen, glaube ich, euch drei, und ich war dabei. Und dann ist einer von euch gestorben. Also es könnte schon theoretisch sein, dass das einer von... Also das ist auch Gnu oder... Shuri war. Ja, Gnu ist wieder sehr leise. Sie ist immer sehr leise, wenn sie Imposter ist. Warum denn? Ich hab nichts getan. Ja, genau, Gnu. Jetzt auf einmal hast du wieder nichts getan. Ne? Aber müssen wir mal zurückschauen auf die Vergangenheit. Du hast Tamina Sushi gegeben. Darf ich mal fragen, was ihr gemacht hattet? Weil bei mir ist gerade, also bei mir war irgendeine Sabotageaktion und dann bin ich zu so einem Stromkasten, der war unterhalb einer Leiter, die man runterrutschen kann, und dort habe ich diesen Stromkram wieder angeschaltet. Das hat Kalle kaputt gemacht, das Licht. Ja. Aha, und was habt ihr gemacht in der Zeit? Ohne Witz. Ich war auf dem Weg dorthin. Erkundet.
Also es gibt mehrere Stromkästen, ich war auch gleichzeitig an einem, deswegen hat es erstmal nicht funktioniert. Aber Kalle lernt jetzt erstmal fliegen. Hm. Einer ist ja im Süden, einer im Osten, ne? Muss ganz, ganz doll strampeln, Kalle. Mach's gut! Alter, die Musik! Oh, wie arm! Stirb! Nochmal schön einen hinterhergegeben. Stirb, du Sau! Ja, das ist schön. Es ist einfach ein geiles Spiel. Hat da direkt jemand den Strom ausgemacht? Ihr seid aber auch wirklich... Keine Sekunde wird hier... Gut, ist aber schon wieder vorbei. Keine Sekunde wird hier vergeudet, ne? Wo sind denn meine Aufgaben? Die werden mir gar nicht angezeigt. Ohne GPS kann ich hier nicht existieren. So, jetzt sind wir hier... Das war das Kitchen, glaube ich. Jetzt sind wir dann hier im Viewing Deck. Kann das sein? Nein, das ist der Engine Room. Ich wollte euch eigentlich nur mitteilen, dass ich gerade den Tisch gefunden habe mit dem roten Knopf. Wo ist der? Also ganz im Norden, Tisch, oder? Ganz im Norden oben. Und das ist super lustig, weil du musst so eine Keycard eingeben, damit du dorthin kommst, damit eine Tür aufgeht. Mega fancy gemacht. Das ist auch schon alles. Und ist euch aufgefallen, dass in der Armory AK-47 rumliegen? Ja. Ja. Ich muss die gerade sortieren. Ach, die muss man sortieren. Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt merkwürdig findest. Nein. Nein, also der Raum stimmt, aber ich dachte, man kann die vielleicht nehmen und das ist irgendwie neu. Aber ja, schauen wir nicht. Dann spielen wir Counter-Strike. Ja, aber wollen wir trotzdem jemanden einfach töten und jemanden einfach weil wir es können, oder? Ich wäre für genug. Nein, warum denn? Ich mach gar nichts. Weil du die ganze. Ja, das ist ja, genau, das immer, wenn du Imposter bist, hältst du die Schnauze. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde auch letzte Runde gemacht. In der letzten Runde habe ich mich ins Klo eingesperrt, weil ich Kalle und Joyoka gesehen habe und ich dachte, die bringen mich um. Und ich war begeistert davon, dass die Tür aufging. Und ich muss noch ein bisschen meine Fischvergiftung auskurieren. Also doch nicht jemanden, der Vergiftetes das rausschmeißen. Na klar, ist easy. Ich habe dir mal zeigen, wie das geht? Pass mal auf. Ich war es wirklich nicht. Ach so. Okay, vertraut mir einmal also, eurem Leben. Also, nee, Leute, sie hat gesagt, sie war es wirklich nicht. Ich schwöre auf meine Hörner. Ich möchte kurz anmerken, wir sind ja jetzt zu sechs. Wenn es noch zwei Imposter wären, dann müssten sie jetzt nur ein Double Kill machen, um zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass es noch zwei sind. Ich glaube, wir haben mit Kalle richtig gelegen. Ja. Jetzt ist halt nur die Frage, Shoyoka wäre für mich dadurch halt raus aus der verdächtigen Position, weil sie halt Kalle gesusst hat. Und Max auch so ein bisschen. Ist jetzt für mich ja natürlich die Frage, Nils, Simon oder Gnu. Gnu ja, spielt halt immer relativ leise, wenn sie Imposter ist. Und es sind wenig Leute gestorben in dieser Runde, dementsprechend. Mhm. Ja, gut, die Runde ging auch nicht schnell, ne? Wurde ja direkt gedrückt. Ja, ich meine aber auch davor waren ja nur zwei Kills oder so. Innerhalb von zwei Runden. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie es ist. Die killt nicht. Ja, aber ich würde jetzt nicht auf Verdacht irgendwie worten. Wir müssen ja. Aber dann lasst uns skippen sonst, oder? Ah, okay, dann Nils skippen wir nochmal den Nils. Seid doch einmal fair in eurem Leben. Ja, bitte, das sind Nils und Simon, das wäre auch wichtig. Aber immer wenn Henno Imposter ist, geht er auf mich, die kleine Zicke. Also Henno und Gnu. Okay, dann kann es Henno ja nicht sein. Jetzt wird's langsam spannend. Ich gehe in die Main Hall. Die Main Hall ist direkt in der Mitte. Und dann bewege ich mich mal hier nach rechts. Schon wieder. Irgendjemand macht hier aber die ganze Zeit Terror. Wirklich. Endlich kann ich mal was Sinnvolles machen. 9, 3, 4, 3, 1. Bestätigung. Ah, der Papo war da eben auch. Den merke ich mir mal als potenziell nicht gefährlich. Der hätte mich jetzt easy killen können, seien wir doch mal ehrlich. Der ist für mich safe. Also, wer könnte es denn sein? Ich meine, es ist natürlich immer leicht, sich bei den Verdächtigungen von anderen mit dran zu hängen, aber wenn man auch niemanden groß sieht, wie ich jetzt gerade hier, muss man ja sich einfach nach Gefühl entscheiden. Ich weiß gerade nicht genau. Ach so. Nee? LRRR? Ah. Ja, es ist mit Controller für mich noch ein bisschen neu. Ich spiele normalerweise mit Maus und Tastatur. Da ist es ja ein bisschen anders. Oh, Tank in a Box. Neue Hüte. Also ich persönlich glaube, dass Gnu schon durchaus potenziell es sein könnte. Kalle habe ich mir ja auch noch. Die ist ja, er ist ja eh weg. Aber den hatte ich mir auch als verdächtig markiert. Kann aber auch echt immer sein,
dass es der Henno ist. Okay, hier muss ich nochmal gucken, was genau nach unten. Vielleicht langsamer, analog. Ich raff es nicht. Einmal, so. Ey, ich habe so keine Ahnung, was hier von mir erwartet wird. Ich kann das eben mit L und R so runter. Wenn ich beide mache, macht er das. Ich lasse es. Ich raff's nicht. Ah, vielleicht ist es auch irgendwas, was man zusammen machen muss. Kann das sein? So Tandem? Noch einer! Kann ich alles nicht. Okay, das muss ich mir irgendwann nochmal durchlesen. Das ist ja interessant. Aber muss ja eigentlich auch sein. Boah, sind da viele Sachen. Okay, das ist das komplett electrical Ding. Was? Ah! Wo bin ich? Simon? Ja, ich bin gerade eben in der Sekunde, Shoyoka. Kurze Erklärung. Ich habe gerade jemanden gefunden, ich glaube Gnu. Also ich habe ja nur die untere Hälfte, ich glaube es war braun, also könnte es Gnu sein. Und in dem Moment, in dem ich reporten wollte, kam Shoyoka in die Tür rein. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie mich gesehen hat und vielleicht den quasi mich auch finishen wollte, den Job erledigen wollte. Ich glaube, Nils, das wird jetzt schwierig für uns beide in der Situation, ne? Aber, ne, weil wir uns noch nicht so lange kennen. Aber wenn du mich jetzt rausvotest, verlieren wir. Hau sie raus, Nils! Du kennst mich! Nee. I would Simon never lie! Simon stand halt neben der Leiche und hat halt erst reported, als ich in den Raum reingekommen bin. Das ist so falsch! Du kamst auf mich zu, okay, ich hab Panik bekommen und ich hab am Anfang die Leiche gar nicht gesehen, weil die geschickt in der Ecke war. Nee, die liegt nicht geschickt in der Ecke. Die liegt einfach auf dem einzigen Durchgangsweg. Wenn du ein bisschen doof bist. Kann man nicht übersehen. Du hast. Also bei Electrical bin ich auf jeden Fall. Da ist die Leiche. Kurze Erklärung. Und da ist sie im oberen Nordbereich. Entschuldigung, wo ist die Leiche? Bei Electrical? Das ist Südosten. Links von Medical, rechts von Security. Und gebe zu, ich habe eine Map offen, ehrlich gesagt. Electrical. Unten rechts, Nils. Cargo Bay. Was hast du denn das letztes gemacht? Also, ich kann es gerne erklären. Ich war bei Medical, ich war bei Electrical und da sind diese ganz komischen Schalter und da sind 4 oder 5 und ich habe keine Ahnung, ich habe die mehrfach versucht, wie man die repariert sozusagen, was man da macht, habe ich keine Ahnung. Und dann habe ich plötzlich gesehen, Report leuchtet, hä? Und dann habe ich die Leiche gesucht, dann habe ich sie gefunden und dann kam Shoyoka und Nils, ich bin es nicht. Das heißt, es kann nur Shoyoka sein. Mach jetzt keinen Fehler, Nils. Was hast du denn davor gemacht, vorm Reparieren? Na, das hat lange genug gedauert. Ich habe es ja nicht geschafft bei Electrical. Also hast du nichts anderes gemacht, außer Licht? Naja, ich war bei Medical. Ey, Leute, ganz kurz. Wir haben jetzt noch 18 Sekunden. Wenn wir jetzt nicht richtig voten, dann verlieren wir. Also, okay. Also, ich habe gerade eine halbe Ewigkeit gebraucht, um einen Burger zu sammeln, weil ich mich darüber lustig gemacht habe. Okay, sorry. Simon, ich glaub dir, du verarscht mich. Ich glaub dir und ich will Shuri. Und wenn du mich verarscht, dann glaub ich dir nie wieder. Nils! Komm, jetzt mach was, mach was! Oh mein Gott. Nils! Ihr seid so lost. Oh Gott, hoffentlich war es nicht Nils. Es war Nils. Ich hasse euch. Es tut mir echt leid. Das hat sie verdient. Was? Das ist nicht zu fassen. Ja, so rauszumobben, so eine Frechheit. Es tut mir sehr leid. Es tut mir leid, Shoyoka. Nils, das war die perfekte Situation für dich. Die beiden schießen einfach gegen sich gegenseitig. Und du so, wen nehme ich jetzt? Ist eigentlich egal. Ich musste leider nicht viel dazu beitragen. Ja. Aber ich muss sagen, es fällt mir unglaublich schwer, böse zu sein. Das liegt nicht immer naturell. Ich habe mit dir Anno gespielt, ich glaube dir das nicht. Aber so mit dem Cooldown und den Tasks oder so. Ich muss sagen, es gibt ein paar Tasks, die brauchen ja so lange. Es gibt auch einfach so generell ein paar Wege, wo du dann einfach nicht mehr hinkommst, wenn das irgendwie geblockt ist. War schon mal jemand von euch rechtzeitig bei diesem Reaktor-Ding? Ich glaube, ich war schon zweimal. Machen wir einen Imposter und dann nochmal. Genug, ich weiß, by the way, wie die Cockpit-Task funktioniert. Ich habe es herausgefunden. Also, du musst halt diesen Hebel. Diesen Hebel hochmachen und dann musst du das Lenkrad in die Form drehen mit der Maus. Ah, okay. Ja. Good to know. Ich wollte eigentlich vorhin schon Joker töten, aber das. Nochmal? Hat jemand. Ich würde, wenn dann nur 2 Long Tasks machen, maximal. Long. Ja, oder halt. Weil Task. Ein Imposter finde ich doof. Aber ein Imposter ist gerade ganz gut. Ja, so willst du.
Also wir müssen halt eine neue, komplett eine neue Lobby machen, wenn wir jetzt mit auf einen Punkt gehen. Ja, nö. Okay. Ich habe jetzt Long noch mal ein paar Runde gemacht. Eine Frage wegen Electrical. Sehr weiß gerne. Jemand, wie diese Hebel jetzt funktionieren? Weil das habe ich irgendwie nicht gerafft. Electrical-Hebel? Du musst die alle so umkippen, dass die grün leuchten, glaube ich. Ja, genau. Aber die klacken bei mir immer wieder zurück. Und ich weil dann eine andere Person dran ist. Da können mehrere gleichzeitig ran. Ah, okay. Ja. Und dann ist da ein Imposter, der will, dass das ausbleibt, you know. Das war's wahrscheinlich. Wir in der Dunkelheit bleiben. Richtig heftig. Okay, dann. Oh, danke schön. Das war ein Startschuss. Legen wir los. Ich möchte auch mal jetzt Aufgaben machen, bitte. Danke. Ja, ich auch. Kalle ist es. Oh, scheiße. Alter Schwede, was ist da los, ey? Ja, Nils und ich. Genau so ist es gut. Mit B kann man killen, okay, mit A kann man wenden. Jetzt muss ich natürlich mir irgendwelche Aufgaben suchen und die faken. So, Gnu hole ich mir. Gnu hole ich mir direkt. Wie kann ich denn hier jetzt was sabotieren? Ah, okay, ich kann... Communications kann ich dazu machen? Okay, will ich das denn überhaupt? Ich tue so, als ob ich mir die Kunst angucke. Ich finde, ich muss jetzt echt mal gucken, wo ist denn... Gnu war doch eben hier noch. Wo ist die denn weg? Ist die abgehauen? Wie ist die denn rausgekommen? Ich wollte die doch gerade killen. Okay, meine Ausrede ist klar. Ich bin im Engine Room. Ah, da sagt ihr Nils. Ja, komm. Das Todesduo. Oh. Wie kriegen wir die beiden jetzt? Komm, Nils, wollen wir zusammen rein? Komm, komm, wir machen's, ne? Wir machen einen Doppelkill. Hä? Wo sind die denn jetzt hin? Wo sind die? Da ist er da! Das, hast du gesehen, wie ich... Nils, hast du das gesehen? Ja! Gut so! So, jetzt mache ich mal eine Sabotage. Und zwar hier oben im Gap Room. Um so ein bisschen von den Leichen da unten abzulenken. Nein! So, was kann man denn hier noch machen? An dem... Ja, kann ich den benutzen? Ah, da kann ich dann also auch durchseppen. Sehr interessant, okay. Also was ich sehr interessant finde, ist, dass man hier teilweise, dass die Räume doch schon so angeordnet sind, dass man wirklich immer auch reingehen muss. So, jetzt muss ich aber langsam mal jemanden killen. Ah, der Nils, der ist so geil, Alter. Hat einfach mal direkt einen weggesnackt. So, wenden muss man ja auch mal lernen, ne? Kann ich hier raus? Ist hier irgendwo eine Kamera? Nein, okay. Oh, wie geil, Alter. Dass der immer noch die Leiche liegt auf dem Viewing Deck. Besser kann... Oh, shit. Shit, shit. Okay. Scheiße. Ich habe einen Kalle gefunden. Jo, Kalle, kein Imposter. Ich habe zwei Dinge beobachtet. Ja, also das Ding ist, also ich habe am Anfang mit Kalle und Max gespawnt, hat dann mit Kalle geduscht. Ich weiß nicht, ob zwei Leute... Ja, hab ich gesehen. What? Nee, jedenfalls weiß ich nicht, ob das so wie die Medbay-Task ist, sprich, dass Kalle erst warten musste, dann hätte er für mich vouchen können. Dann war ich halt übelst lange in Electrical, weil ich diese Hebel-Task nicht verstanden habe. Sag ich doch. Ewig lang an einem Hebel, bis ich herausgefunden habe, dass da 7 Hebel in diesem Raum sind und man die in einer bestimmten Reihenfolge runtermachen muss. Die Zahl da oben ist die Reihenfolge. Ja, die Zahl da oben ist die Zahl. Ey, ich war da eben auch schon. Es ist krass. Ich habe halt ewig lange an 5 gestanden, habe 5 die ganze Zeit runtergemacht. Ich so, warum passiert da nichts? Wir haben wenig Zeit. Dann habe ich herausgefunden, dass wenig Zeit. Na, jedenfalls habe ich da dann die ganze Zeit mit Kalle gechillt und wir haben beide diese Task gemacht. Dann ist halt vorgerannt. Da waren die Comms sabotiert. Ich habe halt meine Taskfindung gemacht, weil ich habe das nicht eingesehen, da jetzt zu gehen, während ich da gerade verstanden habe, wie es funktioniert. Und dann wollte ich gerade diesen einen Lichtschalter hochmachen und dann lag Kalles Leiche davor. Da war in der Nähe ein Vent, keine Ahnung, ob jemand weggewendet ist. Und jetzt ist ja auch hier, blinkt alles irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt Lights ist oder so.
Aber ja, das ist das Einzige, was. Also, ich habe nur mit Karl gechillt, einmal mit Max. Yeah. Und jetzt ist halt, wie es ist. Wir hatten ja einmal Alarm, wo wir zwei Nummern eingeben müssen in so ein Feld. Und das habe ich sehr fleißig gemacht. Das war an der Stelle, wo man an einer Leiter runterrutschen muss mit seinen Gorilla-Händen. Und oben stand die ganze Zeit Gnu und hat abgewartet und zugeschaut. Das verstehe ich nicht, Gnu. Warum hast du das gemacht? Weil ich dachte, du machst The Task. Wir waren kurz davor, Game Over zu gehen. Wallah. Ja, was war denn das, was du da gemacht hast? Du hast doch Kabel gefixt, oder? Ey, es war Riesenalarm. Wir mussten diese Codes zweimal ein. Ja, aber was hast du denn da unten gemacht? Nummern eingegeben. 0805-4646. Oh mein Gott. Ich dachte, du machst halt deine Kabel und das fand ich komisch, weil ich mir dachte, immer eine andere Aufgabe. Der Pfeil ging nach da unten, da war das Pad, deswegen war Alarm. Du mir geht's heute nicht gut. Außerdem wollte ich gucken, dass da niemand die aus dem Bett rauskommt, der sich Nils und ich mit. Ich will nicht böse sein, wir haben noch 10 Sekunden. Also wollen wir jetzt Gnu rausvoten? Ja, oder? Ja, nein, wir müssen warum jemanden, denn schon wir müssen wieder? Jemanden. Ich habe überhaupt nichts getan. Ja, ich habe auf dich aufgepasst. Ich würde eine Imposter-Aussage an der Stelle. Ich habe auf dich aufgepasst. Alter! Einer muss doch raus. Sterzig. Einer ich muss sag, gehen. Es ist sterzig. Das glaube ich jetzt echt auch. Mir fehlen hier die dramatischen Schreie. Oh, Alter. Schön abgebrochen, sehr gut. So, jetzt bin ich wieder stumm. Und jetzt könnte ich mir natürlich den Henno holen. Hau ab! So, ich laufe mal hier weiter. Ich würde mir halt echt gerne den Henne holen, aber irgendwie habe ich Angst, dass das vielleicht doch wieder. Naja, es bringt alles nichts, ne? Diese ganzen Geschichten hier mit der Sabotage. Also es bringt natürlich was, aber es bringt mir gerade nichts, weil keiner da ist in der Nähe. Ah, wie gerne würde ich hier um die Ecke gehen. Ah, da könnte ich jemanden mir holen. Hoffentlich. Pain. Ja, Gnu war's, gell? Pain. Victory. Ja, wir mussten irgendwen voten und Tamina hat 80 Sekunden geredet. Der süße leid. Sieg. Ich wollte halt nicht, gewotet werden, weil dann hättest du noch einen Kill gebraucht. Ey, Nils, warum bist du eigentlich immer Imposter? Nochmal. Ey, ich hab so keine Ahnung. Also, schon sehr häufig. Cheers schon wieder. Also zwei Long Tasks sind halt mies lang, so. Ja, immer noch. Zwei Long Tasks sind halt, ne? Immer noch heavy. Aber ja. Burger belegen ist ja unnormal belohnt. Ja. Ey, es war so witzig vorhin. Ich sehe so, Tamina geht in die Dusche und ich dachte so, ja, ich könnte auch. Dann stelle ich mich dazu und auf einmal guckt Henno so zu. Ja. Ich in der Dusche. Ich war so. Hast du da irgendeine Notification bekommen, dass das nicht geklappt hat? Oder, also, dass du warst? Nö, ich, bei mir waren nur so Dirts, also ich bin halt so okay, alles klar, dann halt mehrere. Aber es sah halt einfach das Bild mal. Nee, das Video muss unbedingt heißen, ich gucke Karl und Tamina beim Duschen zu. Ja. Meine Freundin duscht mit fremden Mann. Freund. Und ich schau dabei zu. Alter, das ist ein auf Porno. So, starten wir in die nächste Runde. Wallah. Im Cockpit. Bitte mehr dramatische Schreie, wenn man stirbt. Ja, das krieg ich hin. Ach, schade, das ging fast zu schnell eben. Da hat sich ja überhaupt keiner mehr geärgert, dass ich die alle getötet habe und der Nils auch. Und wir waren sehr gut, aber habt ihr gesehen, ne? Das haben die alle ignoriert. Da haben die alle getan, als wäre das gar nicht so. Ach, haben wir halt verloren gegen die beiden Genies von Rocket Beans. Das habe ich ja auch nicht anders erwartet. So, jetzt. Für einen Moment dachte ich, jetzt werde ich genauso gekillt wie Papo. Das letzte Mal. So. Wie findet man denn hier? Na, man kriegt sie halt echt nicht angezeigt, ne? Das ist schon gar nicht so einfach. So, jetzt gucke ich mir mal Nils, okay. Vielleicht sehe ich jetzt, wie Nils mich killt. Ich hoffe nicht. Kalle geht gerade runter. Meeting Room. Ach, da im Gap Room ist er jetzt. Henno ist im Engine Room. Das Gute ist, jetzt kennt ja noch keiner die Kamerapositionen. Deswegen kann ich hier wahrscheinlich jetzt echt noch ein bisschen rumgucken. Ohne, dass das groß einem auffällt. Wahrscheinlich. Vielleicht. Ah! Schurka! 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 Hallo! Schurka! 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 Schurka!
Schurke. Ich habe sie gesehen. Über die Kamera. Den Mord beobachtet. Wen hat sie ihn getötet gerade? Das weiß ich nicht. Es war leider an der Kamerakante. Aber ich habe gesehen, dass jemand getötet wurde und Shoyoka ist dann von der Leiche weggelaufen. Okay, gut. Also, Paya, was sind die Camps? Eine Frage. Simon, wir standen beide gerade an Camps, ja? Ich bin jetzt nach rechts weggelaufen. Ah, wo ihr? Ah, okay. Und da habe ich nämlich jetzt Rot gefunden, also Nils. Bei uns ist auch wer durch Camps noch durchgelaufen. Man kann ja auch in den eigenen Raum gucken. Hast du das gesehen? Ich weiß nicht, welche Farbe das war. Paya musste erstmal schnell sagen, was sie gemacht hat, weil sonst hat sie jetzt gleich sich ein Alibi ausgedacht. Ich habe einfach nur Kabel gemacht. Ich bin irgendwo hingelaufen gerade. Ich habe Kabel verbunden. Ach ja, Kabel. Ja, typischer der Klassiker. Der Klassiker. Also ich möchte das dann immer ganz kurz anbringen, ne, wie die vorletzte Runde verlaufen ist, bevor ihr Simon da jetzt einfach so blind vertraut. Nee, wir stehen jetzt keine Zeit. Willst du anbringen oder umbringen, hä? Nicht umbringen. Ich will mal eben umbringen. Also, Chris, Halle, du brauchst gar nichts sagen. Du warst zweimal im Poster heute schon. Okay, ja, ganz kurz, Simon, hast du in der Kamera geguckt, wer durch Security bei uns durchgelaufen ist? Hast du es gesehen? Naja, einmal ist Nils durchgelaufen, aber der ist ja tot. Und dann weiß ich nicht. Nee. Also, ich müsste jetzt irgendwas raten. Also ich glaube, es war eine dunkle Farbe. Ich glaube, Henno Sterzig oder Kalle, aber ich bin unsicher. Nee, Simon denkt sich das nicht aus. Nee, also Henno habe ich gerade Waffen poliert. Henno habe ich im Viewing-Deck auch gesehen. Der hat mich aber nicht getötet. Kalle, du und ich doch. Ja, heute wir beide, oder? Jetzt hör doch auf! Also, aber Pia, es ist sorry, aber dieses hundertprozentig, weil die habe ich wirklich mit dem Messer in der Hand das Blut trinkend gesehen. Ich muss mich jetzt nicht für irgendwas rächen, ne? Also ich möchte es an der Stelle mal anbringen. Ich stehe einfach nur und mache Kabel. Ich weiß nicht genau, wo jetzt das Problem ist. Ja, aber du verwechselst manchmal Kabel einfach mit Blinddarm und so, ne? Ja, genau. Der Kabel habe ich jemanden abgestochen. Mein Stecker vorne. Also Simon hat direkt geschrieben, dass er das durch die Kameras gesehen hat. Hundertprozentig. Dann weiß er, dass Simon wirklich in den Camps ist. Das weiß ich. Siehst du? So, und das bedeutet, ja, ich habe recht. Wenn das jetzt jemand rausgekickt werden will, weil. Also, Joka, du hast einen Zaubererhut auf, dann versuch mal zu fliegen. Let's go. Alter. Völlig raus verdient. Mit der, das ist eine eindeutige Abstimmung. You're a Wizard, Harry. Genieß das doch. Schrei! Du sollst schreien! Nein! Sehr gut. Nur gerecht. Absolut gerecht. Alles richtig gemacht, Simon. Hast du den richtigen Menschen aus dem Luftschiff katapultiert. Hättest du halt nicht vor der Kamera morden sollen. Das müsstest du als Streamer eigentlich wissen. Das macht man im Comment-Bereich. Da killt man richtig. So. Ha! Tamina macht mir Angst. Alle machen mir Angst. So, was ist hier los? Ich bin immer noch voll begeistert von meiner geilen Runde als Imposter. Die Mega-Runde. Ah, Papo, geh weg von mir. Lass mich bloß in Ruhe. Der hat nämlich, glaube ich, gerade Electrical sabotiert. Was mache ich damit jetzt? Ach, ich muss es hinhalten. Verstehe. Bitte töte mich nicht. Oh, Henno ist dead. Dun, ja, dun, dun. Okay, also folgendes. Tamina, wo kamst du gerade her? Ich habe keine Ahnung. Oben oder unten? Ich glaube... Bist du durch Duschen durchgelaufen? Ich glaube, ja. Also ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Map nicht aus. Da, wo du warst, lag Henno. Dann muss das nach mir passiert sein. Als ich lang gelaufen bin, lag er, also hat er da noch gestanden. Und dann, ja. Aber dann weißt du ja doch, dass du von oben gekommen bist. Ja, dann bist du doch nicht gesagt, kann sein, durch. Ich weiß es nicht genau. Hä? Ich weiß nicht, wo Duschen und wo ist. Ich okay. Duschen sind diese Dinge, wo Wasser rauskommt. Ja, aber ich weiß nicht, wo die hier sind. Ich weiß nicht, wo oben draußen. Und unten sind. Und ich versuche halt, ich bin an Billardtischen jetzt zum ersten Mal vorbeigelaufen. Duschen ich habe gar keinen Plan von dieser Map. So. Was macht Sterzig? Wo ist Sterzig? Ja, Sterzig. Ich bin links ins Cockpit gelaufen, hab da einen Download gemacht und bin jetzt gerade unten Handy hochhalten wegen Verbindung. Da okay. Bin ich auch gerade. Mhm. Nee, das bin ich. Also wir beide sind in der Mitte, glaube ich. Den Punkt gibt es, glaube ich, zweimal. Ach so, okay, einmal ja, dann links dann und einmal in der Mitte links. Unten. Genau. Nee, wir sind rechts. Ach, wir sind bei der Security. Okay. Ja, also genau. Ich glaube, es ist Tamina, weil also sie ist halt wirklich ganz knapp da, wo Henno ist. Und ja, ich habe keinen anderen mehr gesehen. Halt auch, kann auch Self-Report sein. Ja, das ich hab Carpabo halt nicht gesehen, weil das Licht jetzt aus ist. Wo war die Leiche? Weil ich habe bei Duschen, da wo man die Handtücher einsammelt. Ah, na gut, Termine habe ich gesehen in der Brick, aber das ist drei Räume weiter, ja. Ich habe keine Meinung. Okay, schade.
Also zur Not kann mir Max auch eben bei WhatsApp schreiben, wer ihn getötet hat, das geht auch. Aber ansonsten... Nee, Max ist ja tot, der antwortet nicht. Ach so! Ich würde dann jetzt einfach für den Spruch Sterzig rausworten, oder? Ich verlocke also Tamina oder Papo? Tamina, Papo, ja. Max hat geschrieben, Kalle. Also ich würde sagen, ihr votet mich raus. Ich würde mich jetzt selber voten. Ja? Ich sehe das legitim. Ach, ich skippe. Ich habe keinen wirklichen Verdächtigen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke... Ach, schade. Okay. Ach, schade. Ach, schade. Ich dachte gerade für eine Sekunde, dass Kalle jetzt rausfliegt, okay, aber er hat ja Gleichstand. Ach ja. Ich behalte dich im Auge, hä? Oh, fange ich in der Küche an. Oh, Viewing Deck und das Handy. Ich muss sagen, das ist ein gutes Minigame, das gefällt mir sehr gut. Das kann jeder nachfühlen. Jawohl. Ja! Na okay, Kalle macht auch nur... Ich glaube, Kalle ist safe. Kalle kriegt bei mir mal ein S für safe. Ich weiß, ich sollte eigentlich diese Aufgabe machen. Mache ich auch. Oh. Okay. Hat sich schon erledigt. Ich laufe mal mit Kalle rum. Ich habe das Gefühl, Kalle ist ein guter. Ich halte... Tamina. Da. Die macht mir Angst. Ich laufe immer hinterher. Mit ein bisschen Abstand. Ah! Einmal bitte das Obstgarn nachfüllen. Ich wollte lieber schnell mal ein Meeting anrufen, nicht, dass schon wieder einer getötet wurde, weil dann bräuchte man was nur noch... Was sagt das Meeting so? Weiß ich nicht. Wir sind jetzt im Meeting. Kalle kann ich sichern. Der war eben, hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, hat mich nicht getötet. Immerhin. Ich möchte kurz fragen, Tamina, was hast du gerade bei der Leiter gemacht? Ich habe das Dings gefixt und dann bin ich zurückgegangen. Ist das unten an der Leiter? Oben ist das dran, da ist so ein Code, den man eingeben muss. Ah, du standest da unten so lange und dann kam ich. Also mein Gedankengang jetzt ist so, ich komme in diesen Raum rein, wo die Leiter ist. Tamina steht links von der Leiter und wartet da so. Nein, ich habe das Ding gefunden. Sie hätte mich jetzt nicht umbringen dürfen, weil ja mein Wort gegen ihrs ist, aber wenn jemand anders gekommen wäre, hätte sie ihn wahrscheinlich umgebracht. Ja. Also, ich habe eine ähnliche Entdeckung gemacht und zwar stand sie in der Dusche. Ich habe die Duschtask gemacht. Ja gut, da stand ich auch. Okay, ist doch gut, okay. Duschen am Tag, Tamina. Also, ja, sorry. Simon kann Kalle decken, richtig? So, naja, ich hab ihn, er hatte mehrere Chancen, mich zu killen, er hat's nicht auch gemacht. Auch in der Runde davor schon hätte ich dich töten können. Tamina ist gerade auch die ganze Zeit irgendwie mit Mon, glaube ich, rumgelaufen. So ein bisschen, oder? Ich bin einfach nur in die Duschtasche gegangen, er ist mir gefolgt. Genau. Das stimmt. Also, ich bin immer noch Papo und Tamina am hassesten. Ja. Ich meine, sie hätte dich umbringen können. Für mich ist halt ganz klar Papo, weil ich habe halt gerade den Code eingegeben und er versucht halt, dich umzunehmen. So. Ich hätte dich, glaube ich, noch nie gesehen. Und ihr habt mich da auch nicht eben gesehen. Oder so. Ich habe nur festgestellt, es sind super viele Aufgaben und die Map ist viel zu riesig. Ja, sowieso. Und ich würde jetzt Papo voten, weil irgendwie Moment. Ich habe doch am Anfang sogar gesagt, Simon hat recht mit den Kameras. Ich habe ihn bestärkt darin, dass Shoyoka sus ist, weil ich, also ich habe ihm Glaubwürdigkeit. Ja, weil du gemerkt hast, dass das dumm war, was Pia gemacht hat und du musst halt dann dir ein Alibi verschaffen. Das ist schon sehr schlau gewesen. Also ich glaube irgendwie... Ich finde es schön, dass du mich für so intelligent hältst. Danke, Kalle. Das finde ich ja, klar, aber du redest halt sehr viel. Und wenn du viel redest... Dann hast ich rede was. Gerne. Ja, ja, klar. Das ist halt das Ding, Papo. Es macht dich sehr suspicious, ne? Ja, also für mich ist es Tamina oder Sterzig. Also Simon kann ich auf jeden Fall ausschließen. Jetzt glaube ich nicht, dass... Ja, weil du jetzt so random auf mich schießt, weil du einen loswerden willst. Für mich ist Tamina oder Papo. Sicher, Kalle? Glaubst du, dass ich das nicht für dich machen würde? Ich denke, Papo. Wow, okay, jetzt geht's aber los. Okay. Papo! Nach unserem gemeinsamen Duschen Waffen polieren alle? Das ist es, Leute. Wir haben eine Zeit, wir haben eine History, weißt du? Das ist es jetzt. Oh no. Oh nein, der war's nicht. Shit, der war's gar nicht. Naja, es tut mir leid. Ich hab mich auch schon mal geirrt. So. Jetzt werde ich mich von allen nur noch fernhalten. Alle außer mir sind verdächtig.
Ich glaube Sterzig. Der guckt schon gerade so komisch. Das ist fucking Sterzig! Es ist fucking Sterzig! Es ist fucking Sterzig! So, jetzt muss ich nur noch... noch schnell diese Aufgabe machen! Kalle! Warum will denn keiner auf mich hören? Kalle! Was?! Ich hätte schwören können, es ist... Ja, Sterzig, ne? Hallo. Das ist natürlich jetzt blöd. Also das tut mir jetzt echt leid für dich, Mann. Gut, Kalle, dann haben wir ja den Schuldigen. Also ich weiß ganz genau, wer das war. Ne? Und Tamina, was sagst du? Sag es doch! Ja, Sterzig, also... Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich bin verwirrt. Warum arbeiten wir zusammen? Hä? Hey, warte mal. Tamina, hast du die ganze Zeit Kalle gesehen? Nein. Okay. Aber ich vertraue ihm. Wir haben zusammen geduscht. Wir haben Waffen poliert. Okay, kann ich voll verstehen. Ja, ganz ehrlich, Kalle, geht mir nicht hier auf den Sack mit deinem... Nein, Sterzig, ne? Also es war halt, Tamina, du hast jetzt mich gewohnt, aber es ist nicht so schlimm. Okay. Es ist nicht so schlimm. Dafür fliegst du. Oh, LOL! Das ist so witzig. Schnee zum Mikrofon. Oh, wie dumm, ey. Okay, jetzt wissen sie eigentlich, wer es ist, aber sie müssen noch mal eine Runde spielen. Das heißt, jetzt ist nur noch ein Rennen, wer am schnellsten stirbt. Wie kann ich euch jetzt... Wollen sie wahrscheinlich schnell zum Meeting Hall, ne? Da, Tamina. Okay, bei dir bleibe ich jetzt. Ach, herrlich. Ich würde mich auch nicht mehr bewegen. Ah, jetzt wird's interessant. Ach ja. Also ich muss sagen, die neue Map gefällt mir bisher richtig gut. Die neuen Aufgaben sind auch schön. Ich mag die Architektur des Luftschiffs und die. Es sind sehr viele Sackgassen. Das finde ich irgendwie angenehm. Da wurde gerade. Ah! Warum? Oh. Amina, warum? Alter, in der allerletzten Sekunde. Ich habe kurz überlegt, ob ich es einfach durchziehe und einfach Tamina. Ich dachte, es wäre so offensichtlich gewesen, dass wir jetzt mich ausvoten, dann ist gut. Ja. So, ich wusste, dass wir so bis zum Ende ausvoten. Und dann geht er auf mich. Oh. Ja, ich war so, hä? Ich hätte aber Tamina voten sollen, weil sie hat sich ja sogar selber gewotet. Ja, ich vote jetzt Papo, der redet so viel. Ja, ihr seid ja lost, ne? Ich wurde die ersten beiden Runden rausgevotet, einfach weil ich Kalle bin. Also jetzt nee, ich hab halt. Nee, Mal warst du einfach schuldig. For real die Sabotage gefixt. Ich stand da nicht einfach so. I did the work. Gut. Was ich ganz cool finde, ist mir jetzt aufgefallen, du kannst als Geist auch Comms fixen, ne? Ja, das habe ich auch gemerkt in der letzten Runde. Das ist ziemlich gut. Je, aber nur Comms oder alle anderen Sachen auch? Nee, nur Comms, glaube ich. Okay. So, aber das macht schon Sinn, weil die Map so riesig ist. Nochmal! Ich habe noch eine kurze Frage. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht weiß es auch der Chat. Weil ab und zu höre ich so komische Steps auf Metall. Ja, ist das, wenn wer im Vent ist? Mega weird. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Nochmal! Also das ist aber, wenn jemand in der Nähe ist. Das könnte sein. Oder Max was sagen. Oder jemand im Vent ist. Ich will sein Video vielleicht hier mal weitermachen. Digga. Ja. Sorry, Digga. Papa, willst du noch was sagen? Nee. Ach, das ist die Leiter, wird mir gesagt. Das ist, wenn jemand eine Leiter cool, hat. Cool, halt doch mal die Schnauze cool. Jetzt! Ja, war jetzt meine letzte Runde. Ich finde das mit Tamina und Kalle nicht cool. Dieses Duschmeme und dann machen die da flirten. Du hast Kalle geküsst, als wir zusammen waren. So. Zweimal. Häufiger. Nee, dreimal, viermal, irgendwie so. Das sind gut, nur die im Video waren. Also, so und David. Oben drauf. Also, ach, Tamina, jetzt komm mir doch nicht so. Du hast mich eben abgestochen, als wir in der Umkleide waren. Ich fing gerade an, oh, hier liegen aber hot, viele Handtücher oder? Rum und dann sticht die mich ab. Hot. Hot. Okay, jetzt bin ich noch ein letztes Mal Crewmate und mein Plan ist Überleben. Das Ziel ist ganz klar Überleben und nicht erstochen werden.
von Henno oder von Sterzig oder von Kalle oder von Pia oder von all den anderen Leuten, die nichts anderes wollen als mein Gekröse auf ihrem frisch polierten Messer. Alter, das ist aber das... Also Electrical ist mein absoluter Hassraum. Da sind viel zu viele Sachen, die man da machen muss. Tamina. Das ging aber schnell. Bing, bong. Bing, 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 bong. Nice, Piastro. Sterzig war gerade unterwegs. Auf einer Leiter. Krass. Ja, also die Leiche liegt ganz im Süden. Ganz, ganz im Süden. Dann kann ich vielleicht Tamina rausnehmen. Die habe ich nämlich gerade im Norden gesehen. Echt? Also im Süden in der Mitte. In den Records, oder? Okay, da kam Sterzig gerade her. Ken weiß nicht, welche Mechanics es jetzt gibt. Der war im Südosten mit mir. Ist dann aber von mir weggegangen. Ich habe da noch gewartet auf irgend so ein, ob da dieses fliegende Brückending kommt, aber es kam nicht. Und dann bin ich losgelaufen nach Südwesten und auf halbem Weg lag dann dort die Pia komplett aufgeschnitten, die Gedärme flossen gerade. Bei Electrical? Also vor Electrical oder wo genau? Nee, unterhalb. Also unterhalb, ja gut, dann kann es Sterzig wirklich sein, weil er kommt genau aus der Richtung. Ist jetzt gerade... Okay, Sterzig, ja. Alibi? Also ich war mit Nils unterwegs, ne? Der hat Sterzig gemutet, by the way. Ja, das stimmt, Kalle. Nils? Aber du es auch. Also ich habe Kalle mehrfach die blanke Halsschlagader hingehalten, einfach um zu testen. Und er hat nicht davon Gebrauch gemacht. Also ist für mich Kalle tatsächlich safe. Für mich ist damit Böde verdächtig. Also ich wollte gerne kurz, weil irgendjemand hat Sterzig nach einem Alibi gefragt und dann jetzt sind wir wieder abgelenkt worden. Also lass uns doch mal bei dieser Frage bleiben. Also ich kam halt von unten irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Leiche lag, aber ich glaube schon. Aber ich habe am Anfang da mit Henno gechillt, wo man die Edelsteine da... Genau das, was ich sagte, aber was spricht jetzt... Ja, nee, ich kam von da, aber... Ja. Ja, schwierig, ne? Wo waren die anderen so? Jasmin, du hast noch gar nichts gesagt. Wo warst du so? Willst du mich wieder verdächtigen, weil ich so wieder leise bin? Wieder in der Toilette eingesperrt? Ja, ich hab Durchfall. Na. Ich hab Durchfall. Ganz schlimm Durchfall. Ja, tatsächlich bin ich gerade beim Papo gewesen und ich habe irgendeinen Schalter betätigt und dann bei diesen... Ach, ihr wisst, was ich gemacht habe. Oh Gott. Hab. Ich hau Echt? Ich hab genug Alibis heute abgegeben. Ich hau Sterzig für letzte Runde einfach raus. Ja, die waren noch Sterzig, Digga. Ciao, Sterzig. Das ist eine gute Idee. Tschüss, Sterzig. Achtung, Volume runterdrehen. Mach einen Körper. Das kann er wirklich gut. Wirklich gut. Holla, die Waldfee. Hochprofessionell. Fallen kann er. So. Ich möchte jetzt aber überleben. Der Gnu, der alte Gnu-Laden hier. Was geht denn ab? Gnutamat. Ich. Vom Nils weg. Immer schön aus dem Weg gehen, dem Nilsi. Shit. Was macht man eigentlich, wenn man in so einer Sackgasse ist und jemandem begegnet, von dem man eigentlich weiß, dass das wahrscheinlich ist? Also, was macht man dann wirklich? Bing, bing, bong. Warum tötet ihr Henno und seine Aufnahme? Weil ich keinen Bock habe, jetzt wieder hier 1 gegen 8 zu machen. Wurde mich raus und dann machen wir eine neue Runde. Mir reicht okay, hier. Nice, ich wollte gerade sagen. Ich kann meine Scheiße fast in meine erste oder zweite Runde rausfliegen. Ich kann das nicht allein. Halt den Druck nicht aus. Votet mich. Tamina, was ist denn jetzt bist du Jester oder was? Ich check's gerade nicht. Mental Break, da wollte mich einfach raus. Ich bin mental nicht fit genug dafür, nochmal jetzt 6 Leute wegzumachen. I can't. Hättest du doch mir gesagt, dann wäre ich dein Freund gewesen. Nein, ja, ohne Witz. Den Arc hatten wir eben mit Kalle. Ich will jetzt hier. Tamina, du darfst mich messern. Ich stell mich irgendwo hin mit dem Gesicht an Wand. Ja, messer uns weg. Ach, nein. Beende es jetzt einfach bitte. Gibst du dich gerade selber auf? Ich glaube schon, ich habe keinen Bock. Sterzig wurde gerade rausgewotet. Ich will nicht allein. Ja, wenn er so offensichtlich dumm ist. Ja, also Sterzig ist halt nicht so kreativ, was Ausreden angeht. Ne? Verstehst du dich mal? Ich hab halt Imposter spielen und dann alleine Imposter spielen. Ich halte es nicht aus. Vor allem, mir ist halt noch so zu. Ich bin kein Risk. Ja, ich bin total erstaunt. Also das kann auch zum ein einen, Tamina, Digga. Dass sich jemand so öffnet. Also das hört man ja auch selten. Ich lassen sollen dafür. Ne? Ich bin beeindruckt. Dass ich finde das bei Stunning und Brave. Das hat nie existiert außerhalb von Papo Stream.
Was? Also. Ja, doch, ich wähle auf jeden Fall Simon. What? Weil er Spiegelei auf dem Kopf hat. Und ja, und weil das es heißt, nicht hart wird. Danke, Leute. Danke, dass ihr mich von meinem Leid erlöst. Ich fand das Klatschen bei Sterzig richtig nice, als er unten auf dem Boden nochmal so aufgeklatscht. Das Ding ist, als das bei mir kam, ist gerade Nils gespawnt in der Küche. Und dann wird das so geklatscht, aber dann Nils. Ey, wir haben einmal gewonnen. Juhu. Okay. Auf unserer Seite. Yay. Amina, ich wollte dir gerade in der Waffensammlung meinen Colt zeigen. Und dann du mir den goldenen Colt. Brichst du mir das Genick? Das ist wie bei dem einen James Bond Film, wo die beim Sex einen immer umbringt, die eine Böse. Das ist das den Beinen? So okay. Ja, die mit diesen richtig krassen Beinen komm. Und dann erdrückt die alle. Ja, eine schnelle kann ich noch, dann muss ich leider. Okay, eine schnelle und Runde. Eine schnelle. Henno nicht zu töten, der nimmt auf. Ja. Ja, ich hab damit abgemacht, weil ich dachte, dann ist halt, dann wollen ja eh dann, Leute. Dann wirst du erlöst. Ja, Tamina, ist hier auch eine andere Runde, ne? Du kannst ruhig. Wenn wir jetzt Henno als erstes töten, dann ist ja sein Stream zu Ende. Also suchen wir jetzt den Henno. So, gehen wir erstmal hier hin. Und zappen erstmal durch, damit der Nils denkt, der Simon macht wieder hier mit den Dingern rum. Und jetzt spinnt die Spinne ihr Netz. Ich werde nämlich hier jetzt warten. So, und jetzt ganz schnell oben im Gap Room ein bisschen Ärger machen. Und den Papo schnapp ich mir auch gleich. Den Papo schnapp ich mir. Aber vorher muss ich erst wieder meinen Kill-Counter. So, jetzt gehe ich hinter ihm her. Ja, wie komme ich da drauf? Ah, so geht das. Bing, bing, bong. Sag mal, Gnuvis, hast du gerade nicht das Ding gemacht? So, wir reden jetzt. Geil, Papo hat's erwischt, endlich. Papo und Tamina sind tot. Ich habe einiges beobachtet. Ich war oben im Meetingraum. Da gibt's noch rechts davon einen ganz kleinen Raum. Hab da einen Task gemacht. Dann habe ich so Metallsteps gehört. Tick, tack, tick, tack. Habe ich gemerkt, okay, hier wendet einer. Dann bin ich schnell zurück und dann kam dieser Alarm, dass wir diese beiden Nummern wieder eingeben müssen. So. Dann bin ich die Leiter runtergerutscht, genau da, wo das Numpad ist, wo auch Tamina mal stand, wo Papo sie verdächtigt hatte. Hab das eingegeben, 08054646. Und Gnu hat die ganze Zeit wieder zugeguckt. Ja, ja. Hat nichts gemacht. Dann bin ich mit diesem, dann denke ich so, Alter, warum macht niemand die andere Nummer? Dann bin ich mit diesem fliegenden Propellerpad, was klingt wie Fab-Geräusche, wenn es sich bewegt, bin ich rüber nach rechts. Ach, im Gap-Room. Und genau da ist das andere Numpad, dieses Nummernpad nämlich. Rutscht die Leiter runter und da steht Pia. Und ja, genau das ist ja im ungeheuerlich. Moment, wo ich ankomme, ist es erfüllt. Aber nee, es hat wirklich Stunden gedauert. Ja, weil ich den Raum nicht gefunden habe. Also du kannst Sterzig also ihr beide, und Blond fragen. Was macht der Rest? Ja, aber Max, du kannst Sterzig und Mon fragen. Ich war halt unten in der Schleuse, als das Ganze losging. Und ich musste aus der Schleuse erst dorthin laufen, um das zu machen. Und keiner von den beiden hat sich bewegt. Und deswegen war ich so spät dort. Warum ist Sterzig nicht hochgelaufen? Nee, lass uns nochmal, bevor wir jetzt über Sterzig reden, über Gnu reden. Warum hat sie das nicht gemacht? Ich habe ja die Windgeräusche auch gehört. Und dann stand sie da und kam mir richtig entgegen. Das war so unheimlich. Ich dachte, sie hat Sushi dabei. Lul, kotzen. Gnuschi. Gnuschi. Ich dachte, du machst es und ich dachte, auf der anderen Seite wird es auch gemacht und ich wusste nicht, dass ich mitmachen kann. Und da habe ich draufgeschickt, habe gesehen, ich kann es machen. Dann ich ist hatte Todesangst. Passiert. Und dann ist jemand rübergetuckert und dann ging es auf einmal. Aber ich war die 20 Person, Sekunden nur noch. 20 Sekunden. Ja, und ich bin auch dann zweimal hin und her, weil ich dachte, auf der anderen Seite passiert jetzt was. Ich habe es dann gemacht, ich habe es nicht gerafft. Leute, noch 10 Sekunden. Wen aus dem Team... Wen aus dem Team Gnurioka wählen wir denn jetzt? Wir müssen uns entscheiden. Ich hab's fertig gemacht. 5 Sekunden, sag was! Gnu! Nein, ich bestimmt nicht. Ich hab's fertig gemacht. Doch, und dann allein aus. Dann bist du einfach schuld, wenn das jetzt nicht war. Oh, das ist ja unangenehm. Das ist so gemein. Ich dachte, Dummheit schützt. Das ist nicht gemein. Nur hat Pia gewählt.
Es ist so geil, Leute. Es ist so geil. I love it. I like it. Es ist so gut, dieses Spiel. Es ist einfach, es ist mit das beste Spiel, was man so haben kann. Jetzt gehe ich zum Cockpit, zur Pimmelhöhle. Nee, wie was? So, was hier? Ach, der Nils, okay, der macht schon. So, den Nils lass ich mal. Den Nils töte ich mal nicht. So, was ist hier bei Admin? Kann man da sehen, wer wo ist? Okay, ich sehe zwei in Armory, der Nils ist auch da. Also jetzt jemanden umbringen wäre schlecht. Ich gehe in Electrical und in Medical. Oh, shit. Der Sterzig. Glaubst du, der ist mir auf den Fersen? Komm, wir laufen ein bisschen zusammen rum, Nils. Was hier? Ah, wenden. Das hilft mir natürlich jetzt nicht, aber gut zu wissen, dass ich es da kann. So, ich will auf jeden Fall nicht verdächtigt werden. Deswegen muss ich hier so ein bisschen hinherlaufen, Leute mal nicht killen. Ganz, ganz wichtig, mir ein Alibi verschaffen. Jetzt ist da der Henno. Ah, der Henno. Der Henno ist so gut wie durch, Alter. Der wird gekillt. Ich hole ihn auf. Ich hole ab. Ich hole auf. Ende. So. Und was wird jetzt noch gemacht? Schade. Nix. Ich habe nämlich keine Möglichkeit mehr. Oh, was ist hier? Da mache ich das WLAN. Bla, bla, bla. Kann ich hier noch irgendwie... Die Brick könnte ich zumachen. Oh. Ich würde eigentlich gerne jetzt im Gap Room einen Notfall ausrufen und dann locke ich den nämlich vom Viewing Deck weg. Oh Leute, Simon, du machst mich so sauer, ey. Alter. So sauer. Alle, ich vertraue dir nie wieder, Kalle. Nie wieder. Ich habe mich so verarscht. Simon hat die Leute, das war so krass. Ich stand ja, schieb's nicht auf Securities. Warte doch mal kurz. Ich stand an den Kameras am Anfang, guck da so in die Kameras an sich, auf einmal mich neben der Leiche stehen. Jo, und dann denk so, holy shit. Ich war so, oh, shit. So, Alter, wenn Kalle das jetzt sieht, dann. Und dann bist du halt einfach vorbeigelaufen. Ich so, oh, okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Oh. Ey, Henno, es war so ein Rennen, ey. Ich hab abgekürzt, damit ich dich noch irgendwie an der Kurve kriege und dich messern kann. Es war ein wunderschönes Wettrennen. Ah. Ich muss jetzt tatsächlich los, es tut mir leid. Oh, ja, ich auch. Erst alle umbringen und dann abhauen. Ja, na klar. Man soll, wenn man ganz oben ist, muss man aufhören, wirklich. Ja, ja, nein, ja. Ich will nochmal. Ach du mir. Ja, du musst doch hier die Sushis verteilen. Die Wer muss jetzt los? Ich muss los jetzt. Ja, Mann, Kalle ist aber so schön mit dir immer. Ey, ja, okay. Wir sehen uns ja später noch. Wir sehen uns sogar zweimal, Kalle. Ich freue mich richtig auf dein Ass. Okay. Aber reicht mir auch. Wir können das aber gerne wiederholen. Es hat Spaß gemacht. Ja, Mann, gerne. Super, das war ganz anderes, weil die so groß ist. Das war echt toll. Gerne nochmal. Hoffentlich dann auch mit mehr Leuten, oder? Ja. Und dann nochmal mit den Leuten auch richtig. Ja, mit einem mehr, ja, Mann. Tschüss, Leute. War lustig. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss. Ach, Leute, das war echt nicer. Among Us, die neue Map. Ich muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass ich so wahnsinnig gut performe. Ich dachte nicht, dass jemand, der so wenig spielt, so naturbegabt sein kann wie ich. Ja, wieder was gelernt. Ich finde es richtig gut. Ist eine richtig schöne Map, habe ich ja schon gesagt. Von dem, was ich gesehen habe, kann man viel Spaß mit haben, auf jeden Fall. Und es ist auch genug Abwechslung und nicht einfach nur, so sage ich mal, same old und nochmal dasselbe in irgendwie einer anderen Farbe, sondern ich glaube, sie haben schon versucht, das Balancing haben sie hier ganz gut hingekriegt. Und es gibt eben auch so ein paar fiese Ecken, paar fiese Sackgassen und eben so diese Blick, diese Ecken, wo man im Dunkel bleiben kann, wenn jemand nur kurz um die Ecke schaut. So. Also sehr, sehr gut gemacht. Gefällt mir richtig toll. Danke natürlich an Henno für die Orga und an all die anderen Leute, die dabei waren. Hat mir eine Riesenfreude gemacht. Bis dann. Tschüss.